Herzlich willkommen, meine Freunde, zur nächsten Ausgabe von All Elite Wrestling's Dynamite. Und wir sind hier mal wieder im Sable Stadium. Nein, keine Ahnung, ob wir da schon mal waren. Ich habe nicht darauf geachtet. Aber über 10.000 Leute sind in diesem Stadion. Und beginnen werden wir selbstverständlich mit der Pre-Show und Women's Action. Sexy Star gegen Amanda Rodriguez. Amanda Rodriguez, Local Talent mit 28er In-Ring Performance. Ist okay, aber Sexy Star haut einfach mal eine 72 raus. Sehr schön. Freut mich auf jeden Fall, dass Sexy Star hier in-ring-technisch sehr gut abliefert. Und nach 10 Minuten bringt sie Amanda Rodriguez auch zur Aufgabe. Außerdem sieht sie hier besonders gut aus in diesem Match. Vielleicht deswegen auch so eine hohe In-Ring-Performance. Kann sein, dass sie einfach mal einen sehr guten Tag erwischt hat. Wir haben ja öfter mal, dass sie einen schlechten Tag erwischen. Ich glaube, Sexy Star hat ihr einen sehr guten Tag erwischt. Dumm nur, dass es die Pre-Show ist. Trotzdem ein Sieg für Sexy Star gegen Amanda Rodriguez. Wir springen ins zweite Pre-Show-Match und da haben wir Butcher und Blade gegen Brandon Cutler und Peter Avalon. Da könnt ihr euch schon denken, wer dieses Match gewinnt. Richtig, Peter Cutler und Brandon Avalon. Nein, natürlich Butcher und Blade und das Ganze nach rund 10 Minuten und 30 Sekunden mit dem Flatliner gegen Brandon Cutler. Blade macht den Pin. Blade mit einer 60 war auch der Beste in diesem Match. Butcher 57, Peter Avalon 32, Brandon Cutler 41. Brandon Cutler war hier sogar noch der Bessere von den beiden. Obwohl er einen schlechten Tag hatte, genau das Umgekehrte wie bei Sexy Star. Aber ich habe ein echtes Problem mit Butcher und Blade. Denn Blade mit 60 ist ja noch vertretbar, die In-Ring-Performance. Aber Butcher mit 57 geht weiter nach unten. Das ist genau das, was ich nicht will. Ich will eigentlich, dass es nach oben geht, aber irgendwie will es nicht klappen mit Butcher und Blade. Sie holen sich hier zwar den Sieg, ist auch gut so. Ja, die haben auch eigentlich gar nicht mal so schlechte Statistik, obwohl sie relativ oft verlieren, aber halt bei Dark. Und so holen sie halt viele Siege. Das Problem ist, dass wir sehr bald, ich weiß noch nicht genau wann, ja, aber es ist geplant, dass wir Dark ablösen. Ja, Dark wird irgendwann nicht mehr stattfinden, dafür wird Rampage stattfinden. Rampage allerdings wird den Fokus natürlich auf hochklassigere Matches setzen. Bei Dark ist es so, da kannst du Local Talents antreten lassen, mal weghauen oder so. Aber bei Rampage wird es so sein, dass wir nicht mehr auf Local Talents zurückgreifen werden. Wir werden weiterhin für Pre-Shows auf Local Talents zurückgreifen. Vielleicht machen wir auch ein, zwei Pre-Show-Matches bei Rampage, so dass wir quasi so ein bisschen Dark-Feeling im Vorfeld haben und danach aber mit mindestens, ja, was heißt mindestens, maximal sollen es drei etwas größere Matches sein. Vielleicht auch story-relevante Sachen. Also so, dass Rampage, dass man schon das Gefühl bekommt, Rampage ist eine wichtigere Veranstaltung als Dark und trägt auch zu den Stories bei. So soll es werden. Ich weiß noch nicht genau, wann es startet. Das wird natürlich alles noch angekündigt. Aber Dark wird es nicht mehr so lange geben. Und dann wird es schwierig für Butcher und Blade. Denn dann besteht die Gefahr, dass Butcher und Blade mehr in die Rolle von Brandon Cutler und Peter Avalon rücken. Und das sind halt Jobber. Natürlich brauchst du auch Jobber, aber ich würde ungerne Butcher und Blade als Jobber sehen. Ich würde gerne sogar tatsächlich die weiter oben auf der Card sehen, aber rein performance-technisch kann ich die nicht pushen. Das ist ein echtes Problem. Ich hätte sie gerne gepusht, ich hätte sie gerne vielleicht auch mal in ein Titelrennen geschickt. Das will ich eigentlich schon seit fast einem Jahr, versuche ich die schon so ein bisschen zu pushen. Natürlich verlieren sie auch ab und zu wieder, dann versuche ich sie über Dark nach oben zu bringen. Dann habe ich das Gefühl, es geht, dann rutschen sie wieder ab. Es ist recht schwer, die irgendwie auf die Siegerstraße zu bucken, so dass sie aber auch In-Ring-Performance technisch mithalten können. Es bringt ja nichts, wenn ich die jetzt einfach zu Tag-Team-Champions mache, aber sie einfach schwache Matches abliefern. Deswegen, hier ist immer noch Leistungsprinzip und da passt es mir überhaupt nicht, dass Butcher und Blade, weil ich die als Team auch in Real Life richtig geil finde, passt mir gar nicht, dass sie so schwach daherdümpeln. Hier holen sie sich wenigstens mal den Sieg in der Pre-Show von
Dynamite. So, genug über Butcher und Blade geredet, genug über die Planungen, was Rampage angeht. Es wird auf jeden Fall nicht vor dem nächsten Pay-Per-View passieren, dass Dark abgesetzt wird. Es ist noch ein bisschen weiter in der Ferne. Ich habe gerade sehr, sehr viel, was ich in diesem Projekt an Energie reinstecke, an Planungen und so weiter. Deswegen Rampage schieben wir noch ein bisschen auf, wird aber auf jeden Fall kommen. Da orientieren wir uns selbstverständlich am Originalvorbild. Blade und Ellie funktionieren natürlich hier super mit ihrer Chemie, sind ja auch verheiratet, von daher passt das. Und wir gucken uns jetzt gemeinsam das Nightmare Factory Match an. Und da habe ich zwei sehr interessante Personen. Nick Comorodo und Shigehiro Eerie treffen aufeinander, zwei richtige Brocken, zwei, ja, Powerhouses kann man schon sagen. Nick Comorodo mit 39, Shigehiro Eerie mit 35, insgesamt ein 38er Rating. Sie bekommen natürlich auch 15 Minuten Zeit, sie haben nur 14:45 gebraucht. Nick Comorodo setzt sich durch gegen Eerie und kann seinen Sieg in der Dynamite Pre-Show feiern. Wir werden uns heute natürlich den Showcase noch angucken. Bevor ich es vergesse, wir gucken uns heute den Nightmare Factory Showcase an, also die Großveranstaltung der Nightmare Factory. Die ist nämlich mittlerweile gelaufen und das wollen wir uns natürlich gemeinsam anschauen. Jetzt starten wir in die Hauptshow von Dynamite und wir beginnen mit AJ Styles und der liefert hier schon mal direkt eine 78er Promo ab. Das ist super gut. Ja, sieht hier gut aus, einen meisterhaften Job, wenn er improvisiert, hat eine gute Connection mit der Crowd und er macht sich ein bisschen lustig über Kenny Omega, über den Leader. Er nennt ihn selbst Leader des Bullet Clubs, obwohl ja eigentlich bekannt ist, dass der Bullet Club keinen Anführer hat, sondern sie als, ja, wie eine Schwarmintelligenz funktionieren und, ja, sich mehr als Bruderschaft sehen. Aber AJ Styles benennt einfach Kenny Omega hier als Leader und gerade jemand wie Kenny Omega sollte nicht die Fassung verlieren und wie ein möchtegern Rockstar seine Umkleidekabine zerlegen. Und das gleiche gilt auch für einen anderen Anwärter auf den Leader-Titel, nämlich Adam Page, der genauso ausgerastet ist. Gerade die Leute, wo man denkt, okay, an denen kann man sich orientieren, gerade die fangen an auszurasten. Auch die Young Bucks. So, was seid ihr denn für EVPs hier in der Liga, die sich nicht zusammenreißen können? Ich bin sehr gespannt, ob wir heute erleben, dass die Kabinen ganz bleiben, denn das Sable Stadium gehört nicht Tony Khan. Und ich glaube, er findet es nicht so gut, wenn er jedes Mal in die Tasche greifen muss und eure Eskapaden bezahlen muss. Sehr schwach vom Bullet Club. Bei uns hingegen ist alles klar, Cody ist der Anführer. Ich bin auf Codys Seite und ich stelle mich gerne hinten an. Cody Rhodes ist ganz klar der Leader der Nightmare Family. Aber natürlich, der Bullet Club agiert einfach so, als würde man einem Huhn den Kopf abschlagen. Sie rennen noch wild umher, wissen nicht, was der andere macht, rasten einfach gemeinsam aus. Naja, das ist der Bullet Club. Und das ist auch der Grund, warum ich nicht mehr beim Bullet Club bin. Und dann lässt er das Mikrofon fallen und geht. Natürlich klare Ansage an Kenny Omega. Mal gucken, ob da noch eine Retourkutsche kommt. Aber wahre Worte von AJ Styles, der hier keinerlei Führungsansprüche stellt, sondern sich hinten anstellt. Genau das, was die Nightmare Family gebrauchen kann. Ruhe. Er bringt Ruhe, Gelassenheit und unglaublich viel Qualität für die Nightmare Family, die sie braucht im Kampf gegen den Bullet Club. Und der Bullet Club, naja, wird hier so ein bisschen an der Nase rumgeführt von AJ Styles. Ich glaube, das wird ihnen nicht passen. Aber ich glaube, sie werden heute die Kabine ganz lassen. Nochmal hauen sie nicht alles kurz und klein. Ich würde sagen, wir starten mit unserem Opener. Und da haben wir Trios Action. Und zwar die Stronghearts melden sich nach langer Pause mal wieder zurück. Shima, L. Lindemann und T-Hawk gegen das Death Triangle. Die entthronten Champions. Zum ersten Mal seit ihren Titelverlusten, muss man ja sagen. Erst Team Taz, die Trios-Titel abnehmen. Dann Jurassic Express, die Tag-Team-Titel abnehmen. Sie sind jetzt, ja, das komplette Gold los. Ist natürlich leichter, sich damit zu bewegen. Ja, oder ohne damit zu bewegen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das immer noch an ihnen nagt. Der erste Auftritt also nach dem Titelverlust. Wir haben T-Hawk mit 53.
Lindemann mit 45, Shima mit 59. Okay, Shima gehört noch zu den besseren. T-Hawk 53 ist okay, obwohl er nicht gut drauf war. Lindemann ist natürlich schwach, aber Ray Phoenix 77, Pentagon 76 und Pac 81 sorgen dafür, dass das hier noch ein 69er Opener wird, fast noch die 70 geknackt. Das wäre schon krass gewesen, wenn wir die 70 erreicht hätten. Aber Al Lindemann ist vielleicht ein bisschen zu schwach dafür. Auf jeden Fall ist das Ganze ein Sieg für die Lucha Brothers, will ich schon sagen. Das Death Triangle Pack pinnt Al Lindemann. Oh, jetzt habe ich das klein gemacht. Habt ihr das gesehen? Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Man kann das klein machen. Dann kann man da reinschreiben. Kann man da echt reinschreiben? Tatsache, man kann einfach da reinschreiben. Ist mir neu. Guck mal, einfach was rausgefunden, wenn man doof durch die Gegend klickt. Death Triangle mit dem Sieg. 12 Minuten hat es gedauert. Dann gab es den Black Arrow und den Sieg. 69er Gesamtrating ist für einen Opener auf jeden Fall in Ordnung. Und ich habe alles richtig gemacht und das Death Triangle in den Opener gestellt. Ja, hauptsächlich wegen den Strong Hearts, weil ich mir schon dachte, dass die nicht so mega gut sind. Trotzdem finde ich als Opener auf jeden Fall gut Death Triangle mit dem wichtigen Sieg. Und wir machen weiter mit einem Segment. Und da haben wir Taz, der leider underperformed. Das ist sehr schlecht, deswegen ist das Rating auch im Keller, obwohl wir sehr viele Boni bekommen. Schade, Taz, das kannst du besser. Das kannst du auf jeden Fall besser. Und Taz spricht natürlich über die Best Friends und er lobt sie. Das sind nette Jungs, wir haben gegen sie gewrestelt, wir haben sie ein bisschen geärgert, mag sein. Ja, das war nicht nett von uns, wir waren da ein bisschen, ja, wir waren die Mobber. Wir waren als Mobber, als Bullies unterwegs. Aber so haben wir sie provoziert und dazu bekommen, zu zeigen, was in ihnen steckt. Und beim Pay-Per-View haben wir sie natürlich haben meine Jungs sie verprügelt. Das Problem ist, sie sind nett. Ja, die Best Friends sind nett. Sie sind nett im Ring, sie sind nett außerhalb des Rings, aber nett ist das Kosewort für Scheiße. Sie sind komplett bedeutungslos. Hätten sie uns geschlagen, wären sie jetzt Trios Champions, so waren sie nur ein kleines Hindernis auf unserem Pfad der Titelregentschaft. Und ganz im Ernst, Chuck Taylor? Was zur Hölle ist Chuck Taylor? Oder Trent? Was wollt ihr mit denen machen? Kein Charisma. Ja, der Einzige, der ein bisschen Charisma hat, ist Orange Cassidy. Und dann kommt Orange Cassidy zum Ring und stellt sich mit den Händen in den Taschen vor Taz, der erstmal sich darüber aufregt, dass er hier, deswegen nimmt euch keiner ernst. Ja, weil ihr so auftretet. Gerade wegen dir. Du bist mit der Hauptgrund, warum die Best Friends keiner ernst nimmt. Ja, deine Partner sind komplett mittelmäßig. Du bist der Einzige, der rein wrestlerisch ein bisschen herausragt, aber du bist so langweilig, ja, dass sich niemand für euch interessiert. Ihr seid ein bedeutungsloser Haufen, den man mal in den Opener stecken kann, aber für mehr wird es nicht reichen. Weder bei Dynamite, noch bei irgendwann bei Rampage oder bei einem Pay-Per-View. Ja, ihr seid einfach nur hübsches Beiwerk. Und so geht das noch eine ganze Weile weiter. Er reitet immer drauf rum, wie mittelmäßig und langweilig die Best Friends sind. Bis Cassidy die Hosentaschen leert, seine Hände rausnimmt und Taz einfach mal den Superman-Punch verpasst. Taz ist ausgenockt, die Sonnenbrille von Taz fliegt aus dem Ring. Da stürmen natürlich direkt Brian Cage, Lance Archer und Will Hobbs in den Ring, aber Orange Cassidy ist zwar ein bisschen, ja, es kommt immer so, er kommt so gelangweilt rüber, aber er ist natürlich nicht bescheuert und hat sich längst aus dem Staub gemacht, während Taz gerade seine Brille sucht und gar nicht so genau weiß, wo er sich befindet, wird einfach aufgerichtet von Brian Cage mit einer Hand. Lance Archer brüllt in Richtung Orange Cassidy, auch Will Hobbs verzieht das Gesicht, aber letzten Endes wurde hier Taz einfach mal niedergestreckt. 64er Segment, naja, das hätte schon ein bisschen mehr verdient. Ich glaube, die Fans würden es ganz geil finden, wenn Taz mal einen in die Fresse bekommt. Aber das soll es gewesen sein mit diesem Segment. Wir machen weiter mit unserem nächsten Match. Und das ist leider Women's Action. Was heißt leider Women's Action? Es ist Women's Action, die nicht, ja, wir sehen es hier, die nicht klickt. Keine gute Connection zwischen Shida und Evil Lise. Das ist sehr gut, dass wir es wissen.
Das Match gab es tatsächlich noch nie, deswegen wusste ich es nicht. Ja, schlechter als unser Opener natürlich. Deswegen auch die Performance, die ist nicht... Ja, die kann man, das kann man nicht für... das kann man nicht als Richtwert nehmen. Die Performance von Shida ist mit Sicherheit besser als 65 und die Performance von Ivelisse ist in der Regel auch besser als 56. Es ist halt leider ein Match, was in die Hose gegangen ist. Das gleiche hatten wir mal bei Rob Van Dam und Sabu, wo man denkt, boah, die beiden in einem Hardcore-Match nochmal das alte ECW-Feeling, das muss doch geil werden. Nein, die Chemie als Gegner stimmt bei Rob Van Dam und Sabu einfach nicht. Als Team funktionieren sie hervorragend und so ist es hier auch. Als Gegner funktionieren Shida und Ivelisse in einem Singles-Match überhaupt nicht. Das heißt nicht, dass sie in einem Tag-Team-Match gegeneinander oder Multi-Womans-Match oder so, dass das genauso passiert. Aber One-on-One, ja, da funktioniert es leider nicht. Aber die bessere Dame heute hat gewonnen, nämlich Hikaru Shida mit dem Falcon Arrow und ja, 65er In-Ring-Performance ist sogar noch, würde ich sagen, vertretbar. 56 bei Ivelisse, absolut nicht vertretbar und ein furchtbares Match. Ne, das Rating ist noch so gerade im Rahmen, dass wir die Show noch retten können mit unseren anderen Matches, die hoffentlich ein bisschen besser werden als das hier, wo es auch hoffentlich keine großen Probleme mehr gibt mit Penalties, aber das ist natürlich zum Vergessen. Leider bei der Women's Division. Ausgerechnet die Division, die ich tatsächlich so ein bisschen hüte und aufpasse, dass da alles funktioniert, damit sie weiter wächst und besser wird. Aber dieses Match ist mal nach hinten losgegangen. Trotzdem gut zu wissen, dass die beiden nicht gut harmonieren und somit werden sie selbstverständlich, wenn es irgendwie geht, nicht nochmal gegeneinander gebuckt. Außer ihre Chemie verbessert sich. Das kann nämlich auch passieren, dass ihre Chemie nach der Zeit, dass es wieder besser wird und sie im Ring gegeneinander funktionieren. Naja, wir machen weiter, um von diesem schäbigen Rating wegzukommen. Und das machen wir sehr gut, denn Tony Khan ist da und er stellt die nächsten 6 Teilnehmerinnen des World Cups vor. Wir gehen ja mit großen Schritten auf den Start des World Cups zu. Ich denke mal, beim nächsten Pay-Per-View könnte es sogar schon zu den ersten Matches kommen. Weiß ich noch gar nicht. Aber wir haben trotzdem noch einige Teilnehmerinnen und die Teilnehmerinnen haben es in sich, denn die erste ist Paige Van Zandt. Paige Van Zandt kennt ihr vielleicht, wenn ihr Dynamite geguckt habt, die letzten Wochen. Ja, Dan Lambert von Top Team, America's Top Team, diese UFC-Fighter. In diesem Top Team ist auch Paige Van Zandt. Sie ist eigentlich UFC-Fighterin, macht MMA. Ist bildhübsch, sieht man auf dem Bild. Ich hoffe, das ist im Video gut zu sehen. Wirklich eine sehr hübsche junge Dame. Man traut es ihr eigentlich nicht zu, dass sie sich im Käfig oder im Oktagon den Schädel gegen andere einschlägt. Aber ist nun mal so. Naja, und sie ist jetzt bei All Elite Wrestling. Und wenn ihr das Hintergrundbild seht, dann wisst ihr, die junge Dame hat einen festen Vertrag bei All Elite Wrestling unterschrieben. Also Paige Van Zandt ist nicht nur einfach beim Women's World Cup mit dabei, sondern auch fester Bestandteil von All Elite Wrestling. Dann Tessa Blanchard wird mit dabei sein, Natalya Neidhart, Taya Valkyrie, Rebecca Knox und Lady Shani von der Triple A. Alle waren gut, bis auf Taya Valkyrie, die hier ein bisschen Probleme hat, alle anderen, Shani, Rebecca Knox, Tony Khan, Rebecca Knox sogar zweimal, also die sorgt hier richtig dafür, dass das ein gutes Segment wird. Ich freue mich ganz persönlich auf Paige Van Zandt. Sie hat bei All Elite in Real Life noch keinen Auftritt gehabt, ja. Also sie war zwar im Ring mit Dan Lambert, also stand jedenfalls mal mit dabei wie die anderen UFC-Kämpfer, aber ist jetzt nicht so, dass sie ein Match oder so hatte. Aber sie war zumindest schon mal in einem All Elite Wrestling Ring. Und ich hatte das schon länger vor, sie zu verpflichten. Und bevor Paige Van Zandt in echt einen Kampf macht, wollte ich sie nämlich schneller verpflichten. Ja, damit man mir nicht nachsagen kann, dass ich da hier abkupfer oder sowas. Nee. Das wollen wir nicht. Aber wir orientieren uns trotzdem natürlich am realen Vorbild von All Elite Wrestling. 76er Segment, das stimmt mich schon mal positiv. Natalya Neidhart hat hier ein schlechtes Gimmick. Lady Shani dafür ein großartiges Gimmick.
sei es drum, das sind die nächsten 6 Teilnehmerinnen für den World Cup und so langsam, aber sicher nimmt es Form an. Wir sind aber immer noch nicht durch. Es kommen immer noch Teilnehmerinnen und wenn alles feststeht, dann zeige ich euch natürlich auch nochmal den Turnierbaum, damit ihr richtig seht, wer ist nochmal alles dabei. Ist ja auch schwierig, sich die ganzen Namen zu merken. Bei mir auch. Ich muss auch immer wieder auf meine Zettelwirtschaft gucken, um zu sehen, wen habe ich überhaupt schon vorgestellt für das Turnier, wer fehlt mir noch. Aber hier, glaube ich, ein sehr schönes Line-up und wir machen weiter mit dem nächsten Match. Und da haben wir Ricky Knight Jr. gegen Sonny Kiss. Ja, wie gesagt, Shida gegen Ivelisse sollte eigentlich besser werden, weswegen ich mit diesem Match gar kein Problem habe. Ich habe mit dem Rating gerechnet, das ist sogar noch ein sehr gutes Rating. Wir haben das erste Aufeinandertreffen, Weapons of Anarchy gegen The Bloodline und Ricky Knight Jr. kann sich hier gegen Sonny Kiss durchsetzen nach 9 Minuten 54. 54 ist auch das Stichwort, so ist nämlich Sonny Kiss In-Ring-Performance. Ricky Knight Jr. mit einer 61, der Junge ist Anfang 23, vielleicht sogar noch jünger. Und dann mit einer 61 hier in seinem Debüt-Match bei Dynamite und dann auch noch gewonnen. Leider nur eine 59, das ist sehr wenig und jetzt kommen wir langsam in die Bredouille, dass die nächsten Matches einfach abliefern müssen. Weil wir sonst ein mega großes Rating-Problem bekommen können. Ich hoffe nicht, dass es passiert. Wir hatten gute Segmente, das kann uns schon wieder ein bisschen rausreißen. Hier auf jeden Fall der erste Sieg von Bloodline gegenüber den Weapons of Anarchy. Natürlich sehr, sehr wichtig. Auch wenn das Rating jetzt nicht so spektakulär ist, richtig guter und wichtiger Sieg für Bloodline und für Ricky Knight Jr., dem jüngeren Bruder von Paige übrigens. Ja, die Dame. Paige. Wir machen weiter mit dem nächsten Segment und das ist zum Glück im 70er Bereich. Ja, das ist jetzt nicht so ein Mega-Segment, aber trotzdem sehr gutes Segment von Nyla Rose und Renee Young. Und Nyla Rose wird erstmal beglückwünscht für den Sieg, den sie eingefahren hat, zwar in der Pre-Show von All Out, aber es war die Buy-In Women's Battle Royale und die hat Nyla Rose gewonnen und damit steht sie als Siegerin natürlich im Titelmatch gegen Julia bei State of Emergency, unserem nächsten Pay-Per-View. Und Nyla Rose freut sich. Sie freut sich darauf, Julia zu zerquetschen und meint, es ist ein gutes Gefühl, ihre doch recht beeindruckende Serie dem Erdboden gleichzumachen, das Ganze zu beenden und endlich wieder Gold zu tragen. Und natürlich, Nyla Rose ist bereits Women's Champion gewesen, könnte zum zweiten Mal Women's Champion werden und sie will die Serie, die tatsächlich sehr beeindruckend ist, von Julia beenden. Denn Julia hat, seitdem sie hier ist, bei All Elite Wrestling, und das ist seit Heels 1, ja, Heels 1 hatte sie ihr allererstes Match, und seitdem ist sie in Singles- und Tag-Team-Matches ungeschlagen und auch kein Unentschieden. Julia hat eine einzige Niederlage bis jetzt eingesteckt und das war das Blood and Guts-Match gegen die All Elite Wrestling-Frauen. Und ansonsten hat sie jedes einzelne Match gewonnen. Also eine absolut überragende Karriere, die sie hier bisher hingelegt hat. Und Nyla Rose will das natürlich zunichte machen. Sie will quasi die Streak brechen. Okay, zugegeben, es ist nicht diese epische Streak wie beim Undertaker, aber es ist auf jeden Fall eine krasse Siegesserie von Julia. Tag Team Matches, wie gesagt, alles gewonnen. Auch ein Multi-Womans-Match gegen die Impact Ladies gewonnen. Wie gesagt, das einzige Match war das Blood and Guts Match, was Team Sisters of Dominance verloren hat. Und da war Julia natürlich mit dabei. Sehr schön, Nyla Rose hier sieht gut aus, performt hier sehr gut. 2 Boni für Nyla Rose, somit ich freue mich auf jeden Fall auf das Titelmatch. Natürlich bei State of Emergency, Nyla Rose gegen Julia. Das wird ein ziemlicher Kracher werden. Ich hoffe, das wird auch das Rating und ich hoffe, dass jetzt das Rating stimmt bei unserem nächsten Match. Und da haben wir zum Glück ein 72er Rating, also das stimmt. Auch die In-Ring-Performance stimmt. Parker Boudreau gegen Ethan Page, beide mit einer In-Ring-Performance von 72. Somit auch
Das Gesamtrating 72, das freut mich sehr. Parker Boudreau und Ethan Page haben eine sehr gute Chemie miteinander. Holla die Waldfee, also noch eine schlechte Chemie hätte ich jetzt auch tatsächlich nicht verkraftet. Katrina macht ebenfalls einen guten Job an der Ringseite und Parker Boudreau schafft es hier, Ethan Page nach 11 Minuten und 33 Sekunden zu besiegen. Die Rache von Path of Gold ist damit geglückt. Parker Boudreau schlägt Ethan Page, aber nach dem Match ist das Ganze noch nicht vorbei, denn da haben wir sogar noch ein 74er-Segment, nochmal ein bisschen besser. Parker will auch Ethan Page verletzen, holt sich den Stuhl, schlägt ein bisschen auf ihn ein, ohne Stuhl, ne, ein paar Tritte, ein paar Schläge, schnappt sich den Stuhl, klemmt das Bein von Ethan Page ein und da werden Erinnerungen an Sabu wach, aber Sabu taucht auf. Springt in den Ring, verpasst Parker Boudreau vom Seil einen Dropkick. Der fliegt aus dem Ring, lässt den Stuhl dabei fallen und somit macht Sabu den Save für Ethan Page. Und die beiden stellen sich erstmal hin. Ethan Page ist natürlich ein bisschen benommen, hebt aber die Fäuste ab in die Kampfstellung, falls hier noch irgendwas passiert. Will Ospreay ist auch außerhalb des Rings aufgetaucht, kommt aber nur, um seinen Partner moralisch zu unterstützen. Er geht jetzt nicht mit in den Ring. Sie ziehen sich zurück. Der Path of Gold, das Verletzen von Ethan Page, ist fehlgeschlagen. Dann gucken sich Ethan Page und Sabu im Ring an, als sie mit den Rücken gegeneinander stoßen. Drehen sie sich um, die Fäuste gehoben. Und ja, die Fäuste senken sich zwar, aber Ethan Page erwidert den Handschlag nicht, denn Sabu streckt ihm die Hand aus, will ihm die Hand geben, quasi ja, als Fair Play. Ich habe nichts gemacht, ich habe dich vor der Verletzung bewahrt und gut ist. Aber Ethan Page schüttelt nur den Kopf und nimmt diesen Handschlag nicht an. Geht auch aus dem Ring, ne? Wartet natürlich, bis Path of Gold sich verzogen haben. Und Sabu bleibt alleine im Ring stehen. Kein Handshake, trotzdem der Save für Ethan Page. Will Ospreay kriegt hier zusammen mit Katrina natürlich einen Bonus, Ethan Page ebenfalls und Sabu auch. Obwohl er gar nicht mal so krass ist ohne Skript, hat es hier mal funktioniert. 74er Segment, sehr, sehr stark, aber wir dürfen gespannt sein, wie es weitergeht. Sabu und Ethan Page, er hat ihn zwar gerettet, aber so ganz so dicke sind die auch nicht. Und Parker Boudreau, der zumindest den Sieg hier für Path of Gold holen konnte. Die Verletzung wurde allerdings glücklicherweise, muss man sagen, vereitelt. Wir machen weiter mit dem nächsten Match und das kann ja gar nicht wahr sein. Wie viel Pech können wir eigentlich haben? Oh mein Gott, Dustin Rhodes gegen Luke Gallows. Nightmare Family gegen Bullet Club sollte es heißen, aber holy shit, auch hier klickt es nicht. Dustin Rhodes und Luke Gallows haben eine furchtbare Performance hingelegt. Dustin Rhodes nur 56. Auch hier können wir das natürlich nicht als Maßstab nehmen. Wir wissen, dass Dustin Rhodes deutlich besser ist. Wir wissen auch, dass Luke Gallows deutlich besser als 63 ist. Das nächste Match, wo es einfach nicht klickt. Also als Tag Team Match, die Rhodes Brothers gegen die Good Brothers, hätte 100% funktioniert. Aber Singles Action, Dustin Rhodes gegen Luke Gallows, funktioniert nicht. Trotzdem setzt sich Dustin Rhodes gegen Luke Gallows durch mit dem Lone Star State of Mind und holt den Sieg für die Nightmare Family. Also, auch wenn es nicht geklickt hat und auch wenn das Match, oh mein Gott, das Rating wird so in die Hose gehen. Ne? Das wird so in die Hose gehen. Trotzdem gewinnt hier Dustin Rhodes und holt den Sieg in einem unansehnlichen Match. Ja, obwohl hier steht, ne, also fantastische Publikumsreaktionen und gutes Wrestling. Gutes Wrestling ist ja auch tatsächlich so. 62er Rating, würde ich auch sagen, ist noch ein gutes Match. Kann man sich angucken, aber natürlich weit unter den Erwartungen. Einfach furchtbar weit weg von dem, was man erwarten konnte. Eieieiei, Leute. Oh Mann. Oh Mann, eigentlich sind das gute Matches, aber zwei davon, die richtig böse in die Hose gegangen sind. Und ich glaube, wir haben noch drei Matches. Und die müssen jetzt Banger werden. Wir machen erstmal weiter mit einem Segment, was vom Rating her völlig okay ist. Ja, wir haben schon sehr gute Segmente.
bei den Segmenten wird uns auch nichts großartig mehr irgendwie passieren, dass das Rating eine Katastrophe wird. Und hier haben wir Colton Gunn und Jesse Winton, auch von Bloodline. Und sie greifen quasi die Dudley Brothers auf. Da gab es natürlich den kleinen Seitenhieb gegen Colton Gunn, wo sie gesagt haben, ja, wir schreiben unsere Legacy, vielleicht schreiben wir sie ein bisschen langsamer, aber wir stellen unsere Legacy nicht über unsere Familie, wie Colton Gunn das getan hat, ja, also das war der Seitenhieb. Und jetzt sind hier Colton und Jesse Winton und sagen, ey, die Dudley Brothers haben die gleichen Grundvoraussetzungen wie wir alle bei Bloodline. Ja, wir haben dieselbe Blutlinie, die gleiche Wrestling-DNA im Körper. Aber die Dudley Brothers, und das unterscheidet uns von ihnen, sie tummeln sich lieber in ihrer Komfortzone, im Schatten von ihrem Daddy, da wo sie sich wohlfühlen, denn sie haben Angst. Sie haben Angst zu versagen oder die Erwartungen nicht zu erfüllen, denn jeder erwartet die Dudley Boys 2.0. Bubba Ray und Devon, das legendäre Tag-Team. Get the Tables. Ja, geliebt auf der ganzen Welt eigentlich. Geliebt auf der ganzen Welt. Mehrfache Tag-Team-Champions in x verschiedenen Ligen. In Japan mega erfolgreich. Ja, die wichtigsten Tag-Team-Titel auf der Welt mehrfach gehalten. Eine absolute Legende. Eine echte Legacy. Und die Dudley Brothers haben Angst, diese Erwartungen nicht zu erfüllen. Das, was sie die ganze Zeit schon machen, die Erwartungen nicht erfüllen, und davor haben sie Angst, dass das auch später, im späteren Verlauf ihrer Karriere passieren wird, und deshalb stellen sie sich immer noch hinter ihren Vater an. Ja, sie stehen nicht nur auf seiner Seite, sondern sie stehen hinter ihm, im Schatten. Bei allem Respekt, Terrence und Terrell, ihr seid keine echten Dudleys. Ihr habt nicht das gleiche Feuer. Ich sehe nicht das gleiche Feuer wie bei eurem Vater oder bei Bubba Ray. Ich sehe bei euch nur Versagensängste. Einfach nur Versagensängste. Und deswegen tummelt ihr euch lieber bei Dark rum. Ja? Stellt euch auf die Seite eures Vaters. Wrestelt zusammen mit eurem Vater. Da wird euch schon nicht großartig was passieren. Ne? Ihr schlagt euch mit Teams wie Butcher und Blade rum. Ja? Mit irgendwelchen Idioten wie Brandon Cutler und Peter Avalon. Ja, mit denen könnt ihr es aufnehmen, aber mit Leuten wie uns, da beißt ihr euch die Zähne dran aus. Und wenn ihr ein bisschen aus dem Schatten hervortreten wollt, dann können wir das machen. Nächste Woche bei Dynamite. Wir geben euch die einmalige Möglichkeit, zumindest den ersten Satz eurer eigenen Legacy zu schreiben. Gegen The Bloodline. Jesse Winton und ich gegen euch beide, aber nur, wenn ihr euch traut. Und da habe ich schon Bock drauf. Das ist schon auch ein geiles Match. Ich hoffe, es klickt. Ich denke mal nicht, dass wir jetzt hier reihenweise Pech haben. Heute ist einfach so ein gebrauchter Tag bei Dynamite. Irgendwie will es nicht so ganz klappen. Mit dem Segment an sich bin ich vollkommen zufrieden. Das sind junge Wrestler, die aufgebaut werden müssen. Von daher, das passt soweit. Und wir machen weiter. Und bitte, bitte lass es ein gutes Match sein. Es ist ein gutes Match. Ein 72er Match ist auf jeden Fall... das ist auf jeden Fall sehr stark. Tag Team Action, Proud and Powerful gegen die Guerrillas of Destiny. Santana mit einer 70, Ortiz mit einer 67, Tangaloa mit einer 75 und Tama Tonga mit einer 79. Das ist doch mal ein sehr nices Tag Team Match mit einem wunderschönen 72er Rating. Und naja, wir sehen hier, was passiert. Proud and Powerful ist dabei, das Match zu gewinnen. Wir sind dabei, das Match zu gewinnen. Und dann, Tama Tonga ist außerhalb des Rings. Tangaloa ist der legale Mann im Ring. Aber Tama Tonga prügelt auf Ortiz ein und hört auch nicht auf einzugreifen. Der Ringrichter zählt die ganze Zeit an. Proud and Powerful haben die Nase vorn und... Der Referee wird abgelenkt, sieht natürlich, was Tama Tonga da macht, zählt ihn an, sagt ihn, ermahnt ihn immer wieder, wenn du nicht aufhörst, disqualifiziere ich dich, und Tama Tonga übertreibt es einfach und er wählt den Ausweg Disqualifikation. Sie hätten dieses Match, es war auf Messerschneide, dass sie dieses Match verlieren, dann diese Untat von
Tama Tonga. Im Ring hätte es den Pin wahrscheinlich sogar gegeben, wenn der Ref nicht abgelenkt wäre. Wäre das ein normaler Sieg geworden. So ist es nur eine Disqualifikation. Trotzdem ein Sieg für Proud and Powerful, keine Frage. Das soll den Sieg auch gar nicht schmälern. Großartiger Erfolg, die Guerrillas of Destiny zu besiegen. Aber die Guerrillas of Destiny können sagen, ja gut, ihr habt halt durch Disqualifikation gewonnen. Richtig besiegt habt ihr uns natürlich nicht. Nach dem Match sind sie aber noch nicht fertig. Kurz vor der Niederlage wählen sie die Disqualifikation und dann geht es weiter mit einer hinterlistigen Attacke, denn Santana ist natürlich abgelenkt durch diese Attacken, will Ortiz helfen, dann greift Tangaloa an von hinten. Tama Tonga hat ja Ortiz sowieso schon fertig gemacht. Es soll noch weitergehen, aber Jake Hager, Jeff Cobb und Sammy Guevara passen auf und gehen dazwischen. Trotzdem haben Proud and Powerful hier schon noch ein bisschen was abbekommen, aber der Inner Circle steht zusammen und verhindert hier Schlimmeres. 72er Rating auch hier ist völlig in Ordnung, ja, ein bisschen Brawling, ein kleiner Save und wir sehen wieder, der Bullet Club ist immer noch angepisst. Sonst würden sie so nicht reagieren. Sie würden ein normales Match doch bevorzugen und einen richtigen Sieg holen. Aber auch hier gibt es die Niederlage. Erst die Niederlage von Luke Gallows im Singles-Match gegen Dustin Rhodes. Jetzt hier die Disqualifikationsniederlage. Wieder konnten sie sich nicht beherrschen und prügeln zu sehr auf Ortiz ein, gehen danach weiter auf sie los, werden hier zurechtgestutzt dann vom Inner Circle. Aber der Bullet Club verliert die Nerven. Ich glaube, die Ankunft von AJ Styles hat den Bullet Club bis ins Mark erschüttert. Vor allem, da AJ Styles auch eine Verbindung zum Bullet Club hat, aber sich gegen seine alten Freunde gestellt hat. Ich glaube, das tut erstmal so richtig weh. Wir machen weiter mit dem nächsten Match. Und das ist Women's Action. Und Leute, was ist das? Ist das ein scheiß Bug? Also, wir sehen hier das nächste Match, was ein bisschen in die Hose gegangen ist. Und zwar auf Seiten der Sisters of Dominance. Eigentlich ein perfektes Match. Britt Baker und Anna Jay gegen Bea Priestley und Mia Yim. Anna Jay mit einer 61, damit bin ich völlig zufrieden. Britt Baker 71 liefert ab. Und dann haben wir Bea Priestley mit lächerlichen 62. Auch sie ist im 70er-Bereich normalerweise. Mia Yim im mittleren bis hohen 60er-Bereich bekommt nur eine 57, weil Priestley und Mia Yim als Team nicht funktionieren. Und dadurch natürlich das Timing versaut wird. Und deswegen bekommen wir hier wieder mal einen gewaltigen Penalty und einen gewaltigen Penalty im Rating. Und damit dürfte feststehen, dass diese Dynamite-Ausgabe vom Rating her sehr, sehr schlecht werden wird. Zu viele Matches, die in die Hose gegangen sind. 3 Matches sind komplett in die Hose gegangen. Das ist schlecht. Das ist wahrlich sehr, sehr schlecht. Britt Baker und Anna Jay können sich hier aber den Sieg holen. Wir sehen hier auch, nee, gar nicht wahr, oder? Gar nicht wahr. Bea Priestley und Mia Yim holen sich hier nämlich den Sieg gegen Britt Baker und Anna Jay. Anna Jay ist die, die gepinnt wird und die Beine werden aufs Seil gelegt von Bea Priestley. Also ein unfairer Sieg von Priestley und Mia Yim gegen Britt Baker und Anna Jay. Die Sisters of Dominance sind erfolgreich. Britt Baker rettet dieses Match, steht hier auch noch, durch ihre sehr gute In-Ring-Performance. Nichtsdestotrotz verlieren sie dieses Match und Bea Priestley gewinnt hier unfair. Mit unfairen Mitteln, wer weiß, wie es ausgegangen wäre, trotzdem geht der Sieg an die Sisters of Dominance, auch wenn es ein schäbiger Sieg und ein schäbiges Rating ist. Boah, die Nightmare Factory muss mich heute glücklich machen, denn Dynamite wird in die Hose gehen. Wir machen weiter, denn wir haben noch, ich habe noch minimale Hoffnung, dass der Main Event, der wird jetzt auch wahrscheinlich nicht mega krass abreißen, aber ich glaube, das wird das beste Match werden. Und wir haben natürlich segmentmäßig auch noch ein bisschen was im Petto, nämlich die nächsten 6 Teilnehmer der Männer für den World Cup. Und die gucken wir uns jetzt an. Da sind sie, es ist ein 75er Segment, obwohl wir hier auch Penalties drin haben, aber 75er Segment, das tut meiner Rating-Seele sehr, sehr gut. Denn die nächsten Teilnehmer, die Tony Khan vorstellt, sind Tetsuya Naito von New Japan Pro Wrestling.
Wardlow wird dabei sein. John Moxley nimmt teil. Kota Ibushi wird dabei sein. Pentagon Junior und Rush von Ring of Honor. Also wieder 6 Teilnehmer. Und ich sag euch, jeder einzelne davon hat das Zeug dazu, den World Cup zu gewinnen. Das sind die nächsten 6 Männer. Ja, Naito, Wardlow, Moxley, Kota Ibushi, Pentagon Junior und Rush. Pentagon hat hier ein paar Probleme. Kota Ibushi ebenfalls. Er hat eine Language Barrier. Wir hatten den ja einmal in der Anniversary Show, ne? Kota Ibushi. Der war bei der Anniversary Show dabei und da hat er kein Segment gehabt. Deswegen wusste ich das auch nicht, dass er Sprachprobleme hat. Ist aber gar nicht so schlimm, denn Kota Ibushi soll ja nur antreten im Turnier. Also nur wrestlen und keine großen Promos halten. John Moxley dafür gleich mit 2 Boni. Da holt er hier direkt mal wieder Kota Ibushi raus. 75er Segment ist in Ordnung und für dieses Line-Up denke ich auch verdient. Und wir sind ja auch da immer noch nicht am Ende. Wir werden noch weitere Teilnehmer bei der nächsten Ausgabe von Dynamite vorstellen. Vielleicht sogar die letzten, ich bin mir gar nicht sicher. Aber sei schon mal verraten. Wir werden nicht nur vielleicht das Match Colton Gunn und Jesse Windham gegen die Dudley Brothers haben. Wir werden auf jeden Fall auch die nächsten Teilnehmer und Teilnehmerinnen für den World Cup sehen. Und jetzt ist es Zeit für unseren Main Event. Und der muss unter allen Umständen abliefern. Egal wie, das Rating muss schon so in dem Bereich 75 sein, damit das noch ein halbwegs gutes Rating für Dynamite wird. Jetzt heißt es Daumen drücken. Nicht, dass hier irgendein Quatsch passiert und wir noch einen TV-Deal oder so verlieren. Das könnte ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Wir gucken einfach. Ich habe ein bisschen Angst, aber wir gucken. Und es ist ein mega guter Main Event geworden. Holy hell. Richtig nice. Richtig nice. 79er Main Event. Darby Allin zusammen mit Sting gegen Hybrid 2. Ich denke, dass mit diesem Main Event niemand von euch gerechnet hat. Schon gar nicht, dass Hybrid 2 im Main Event von Dynamite steht und dann gemeinsam in diesem Tag Team Match sowas von abliefern. Wobei die Leistung von Angelico und Jack Evans gar nicht mal so mega krass war. Angelico mit einer 64. Wir müssen auf sein Gimmick ein bisschen achten, dass wir das verändern bei Angelico. Das langweilt mittlerweile die Leute. Jack Evans 69 ist in Ordnung. Darby Allin 75 ist stark. Und Sting 91 ist natürlich eine Killer-Performance. Er rettet das Match. Ja, er trägt das Match quasi, der Stinger. Der alte Mann. Es ist unglaublich, aber ich glaube, es ist auch die Erfahrung und alles spielt bei Sting natürlich mit. Dazu ist es ein Tag-Team-Match, also seine Stamina ist natürlich nicht mehr die beste. Trotzdem 15 Minuten 13 Sekunden. Darby Allin pinnt Angelico nach dem Coffin-Drop und somit siegen Sting und Darby Allin in unserem Tag-Team-Main-Event, das zum Glück eine 79 rausgeholt hat und ich habe die Hoffnung, dass unsere Dynamite-Ausgabe keine Katastrophe wird. Dieser Main-Event war stark, sehr schöner Sieg, die Fans rasten natürlich aus bei den beiden, die haben gewonnen, sie haben den Stinger mal wieder live gesehen und ja, danach passiert noch was, nicht mit Sting und Darby Allin, der Ring ist leer und ja, Brody Lee tritt heraus, denn er hat ja gesagt, dass er diese Woche sagen will oder auswählen will, wer sein Gegner wird bei State of Emergency um den World Title. Jay White wurde ja zurechtgewiesen und ihm wurde erstmal klar gemacht, dass er überhaupt keine Ansprüche auf ein Titelmatch hat, wenn es um Brody Lee geht. Ja, da wurde schon mal klargestellt, dass sein Platz weiter hinten in der Reihe ist. Und wir haben jetzt hier Brody Lee und er ruft Cody Rhodes heraus. Er sagt, Cody Rhodes ist sein Gegner. Er kommt raus und wählt Cody aus. Cody kommt ebenfalls nach draußen. Wir sehen hier leider ein bisschen struggling bei Brody Lee. Announcing-Qualität ist hier in dem Fall nicht so schlimm. Brody Lee struggelt. Das ist sehr, sehr selten. Aber Cody
holt das hier mit zwei Boni wieder raus. Also ein starkes Segment, bestes Segment des Abends, eine 80. Cody kommt raus und würde natürlich vielleicht was sagen, aber die Sendezeit endet. Das heißt, Cody Rhodes wird nicht darauf eingehen, dass Brody Lee ihn ausgewählt hat, um den World Title anzutreten. Die Sache ist natürlich, Cody hat immer noch sein Versprechen gegeben, niemals um den World Title anzutreten. Bisher ist er da immer irgendwie drumherum gekommen und ist nicht angetreten. Selbst das Number One Contender Match gegen Omega damals hat er nicht gewonnen und somit nicht das Titelmatch bekommen. Obwohl er sich dazu entschlossen hatte, dieses Match anzunehmen, das Number One Contender Match. Jetzt wird er quasi handpicked vom Champion persönlich. Das sollte Cody zu denken geben. Brody Lee wählt nicht einfach so jemanden aus, um ihm eine Titelchance zu geben. Und Cody extrem nachdenklich. Aber wir werden sehen, wie das weitergeht in der nächsten Ausgabe von Dynamite. Denn diese Ausgabe ist zu Ende und es ist eine sehr holprige Ausgabe gewesen, ne? Eine der holprigsten Ausgaben überhaupt, würde ich sagen, die wir in letzter Zeit hatten. Wir finishen das jetzt und hoffen, dass es im mittleren 70er Bereich landet. So 73 bis 75 würde ich tatsächlich noch als Erfolg sehen. Nach den, nach diesen verbotschten Matches, die leider dabei waren. Wir gucken. Wir gucken und ey, es ist eine 76. 76 ist tatsächlich völlig okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte wirklich so im, wenn überhaupt, so bei, im unteren 70er Bereich. Wenn es ganz blöd läuft, sind wir im 60er Bereich. Aber nee, 76 ist komplett okay. Da habe ich mir viel mehr Sorgen gemacht, als ich machen müsste. Die Matches sind natürlich trotzdem nicht so geil, aber ich glaube, die letzten drei Segmente, 75, 79, 80, die haben nochmal ordentlich rausgeholt. So, dass wir sogar in 6 Regionen an Popularität gewonnen haben. Das ist echt gut. Das ist echt, echt gut. Wir hatten viele schwächere Matches dabei. Bei manchen wie Ricky Knight und Sonny Kiss bin ich vollkommen okay damit. Manche sind halt wie Dustin Rhodes oder Bea Priestley und Mia Yim. Das ist halt so richtig böse in die Butze gegangen. Aber, ey, 76 ist okay. Völlig okay. Wir haben zwar, ne, wir sind zwar eigentlich schon so, wir kratzen an der 80 des Öfteren jetzt, ne, haben auch schon 80er Shows hingelegt, aber mit 76 kann ich absolut leben. Huh, das nimmt mir ein bisschen Anspannung. Ich hatte mir schon ein wenig Sorgen gemacht, aber Sting und Darby haben, glaube ich, zusammen mit Brody Lee und Cody diese Show nochmal gerettet. Vor allem natürlich Brody Lee, der Cody Rhodes als Gegner aussucht. Da können wir uns auch drauf freuen, wie das weitergeht. Ob Cody das überhaupt annimmt. Ja, er muss es ja nicht annehmen. Er will gegen Cody antreten, aber Cody kann auch sagen, nö. Wir gucken kurz bei Dark rein. Scorpio Sky, starke Promo. Jake Hager besiegt Nick Dinsmore. Das hier ist Nick Dinsmore. Kennt man, ne? Als Eugene. Comedy-Character von WWE. Dann ein Angle mit den Mercenaries. Bester Angle des Abends. Überhaupt bestes Segment des Abends. Der Bullet Club. Taiji Ishimori, Bad Luck Fale und Carl Anderson besiegen John Skyler, Matt Milan und Timmy Lou Retton. Kann man die sehen? Das ist John Skyler, Matt Milan und Timmy Lou Retton. Aber der Bullet Club hier erfolgreich. Zumindest bei Dark konnten sie gewinnen und Carl Anderson, die andere Hälfte der Good Brothers, hat hier auch abgeliefert. Yuka Sakazaki besiegt Amanda Rodriguez, dann Matt Cross mit einem Entertainment Angle und Dark Order besiegt Chance Profit und Greg Excellent. Ja, also Alex Reynolds und John Silver in dem Fall, nicht Evil Uno und Stu Grayson, Reynolds und Silver. Und da kann ich euch ein kleines Detail verraten, was hinter den Kulissen gerade abgeht. Nämlich Alex Reynolds und John Silver haben von anderen Ligen Vertragsangebote vorliegen. Jetzt gibt es so ein kleines Wettbieten gegen mich, denn ich möchte die natürlich behalten. Das Problem war, die beiden sind nur unter Handshake bei mir eingestellt gewesen die ganze Zeit, haben also keinen exklusiven unterschriebenen Vertrag, also keinen Written Contract und somit können sie natürlich abgeworben werden. Ich habe ihnen jetzt durchaus
für ihre Stellung hier in der Promotion sehr lukrative Angebote gemacht und hoffe, dass sie bleiben. Ansonsten kann es sein, dass einer der beiden oder vielleicht sogar beide uns verlassen. Was auch ein böser Schlag für den Dark Order wäre. Ich hoffe nicht, dass es passiert, aber es könnte passieren. Und jetzt gehen wir noch hier schon wieder auf Dormant. Warum? Warum verdammt nochmal springt das immer um? Ich raff's nicht. Hier. Status Dormant. Wir machen das aktiv. Und hier, es darf niemals abgesetzt werden hier. Niemals beendet werden. So, das stelle ich immer wieder ein und jedes Mal wird es beendet. Es ist unglaublich. Bevor wir uns den Showcase angucken, gucken wir uns aber noch das Nightmare Ensemble 28 an. Denn auch das haben wir noch gar nicht unter die Lupe genommen. In der Pre-Show Konami besiegt Holidead. Dann Shigehiro Erie besiegt Andy Dalton. AR Fox, unser Champion, mit einem Interview. Lady Tapa besiegt Rika T. Harker. Auch ein geiles Match eigentlich zwischen den beiden. Auch wenn das Rating jetzt nicht gut war, aber eigentlich eine coole Paarung. Ein Brawl zwischen Tupa Jones und Hikulio gegen Jude London und Barrington Hughes. Rebel Cal besiegt Trish Adora. Dann haben wir Anthony Bennett zusammen mit Top Flight, der Fuego del Sol und die Blackhawks besiegt. Ich weiß nicht, ob ich es euch schon gesagt habe, aber Fuego del Sol ist bei der Nightmare Factory. Wir haben noch mehr Neuzugänge, die werdet ihr dann sehen, wenn es soweit ist. Aber Fuego del Sol, falls ich es noch nicht gesagt habe, der ist auf jeden Fall bei der Nightmare Factory. Dann ein Interview mit Priscilla und Killer Kelly. Dann ein Interview mit dem Ultimo Dragon. Shotzi Blackheart besiegt Mao Corone. Dann eine Konfrontation zwischen Fred Yeh und Nick Comorodo. Nick Comorodo, der ja bei Dynamite den guten Erie besiegen konnte. Jeff Jarrett mit einem Interview. Dann haben wir Cooper Jones und Hikuleo, die Jude London und Barrington Hughes besiegen. Dann haben wir Shea Brookside und Candy Floss, unsere beiden Youngstars in der Women's Division, die beiden jungen Küken eigentlich in unserer Nightmare Factory, besiegen Priscilla und Killer Kelly. Großer Erfolg für unsere jungen Damen hier. Fred Yeh besiegt Nick Comorodo und verteidigt seinen NF Spirit Title. Und AR Fox besiegt Mike Bailey, Jordan Oliver und Chris Dickinson in einem Fatal 4-Way NF World Title Match. Also hier AR Fox mit der Titelverteidigung. Sehr nice, dass beide großen Singles-Titel hier auf dem Spiel standen. Aber der Titel ist nicht gewechselt und jetzt ist es Zeit für Showcase Nummer 4. Und ja, da haben wir sehr viele Pre-Show-Matches. Die New Heavenly Bodies besiegen Glam Quinn. Dann haben wir David Benoit, der Leveniel besiegt. Leveniel ist ebenfalls ein Neuzugang bei der Nightmare Factory. Das ist dieser junge Mann hier. Auch Anfang 20 aus Deutschland. Da hat mich nämlich der gute Herr Oin, ich sag mal Herr Oin und nicht Heroin, aber einer, der sehr oft unter den Videos kommentiert und richtig bei diesem Projekt dabei ist, richtig Bock darauf hat, hat mir gesagt, ich soll mir mal Leveniel anschauen von der, ich glaube WXW war es, ne? Die größte deutsche Liga eigentlich. Leveniel habe ich mir angeguckt. Ich habe leider kein Match gefunden bei YouTube. Also, es ist irre, ich habe kein Match gefunden von Leveniel, nur so ein paar Interviews und eins kann man auf jeden Fall sagen, der Junge hat schon Charisma. Man merkt zwar, dass er noch sehr jung ist, aber auf jeden Fall steckt da Potenzial und dieses Potenzial möchte geweckt werden. Vielleicht schafft er den Sprung irgendwann zu Dynamite. Das ist er auf jeden Fall ein bisschen arrogant. Ja, hat so eine arrogante Ausstrahlung und man möchte ihm gerne eine Schelle verpassen. So, wenn man ihn sieht. Man möchte ihm einfach mal schön so eine richtig schöne Ohrlasche geben. Aber im positiven Sinne natürlich, ne? Denn das ist Heel Heat, so nennt man das. Er spielt die Heel-Rolle sehr, sehr gut. Hat mir gefallen und ich dachte, ey, er ist auch tatsächlich in der Datenbank, was mich gewundert hat, weil ich dachte nicht, dass er in der Datenbank drin ist, ohne dass ich irgendwas importieren musste. Nee, gar nicht wahr. Sorry, ich habe nämlich jemanden importiert. Ihn musste ich importieren. Jemand anderes war in der Datenbank.
Ihn musste ich importieren. Das Debüt seht ihr dann natürlich auch noch, ist auch für die Nightmare Factory gewesen. Levaniel musste ich auf jeden Fall importieren, aber er war in einer Datenbank vorhanden, das hat mich schon gewundert. Und ja, eine 20er In-Ring-Performance, David Benoit 23er In-Ring-Performance, beide sehr jung, beide noch mega unerfahren. Aber genau dafür ist die Nightmare Factory da, um diese Rohdiamanten ein bisschen zu schleifen und zu formen. Levaniel auf jeden Fall ist angekommen, hat aber hier gegen David Benoit verloren. Tony Deppen besiegt Gabriel Kidd. Shigehiro Erie schlägt Lee Moriarty. Dicker Sieg für Erie hier gegen Moriarty. Layla Hirsch besiegt Maho Kurone. Top Flight besiegt Explicit Content. Und dann startet die Showcase Show. Rebel Kell besiegt Konami durch Disqualifikation. Interview von Jeff Jarrett, dann ein Interview von Candy Floss. Dann haben wir Barrington Nukes und die Blackhawks, die Anthony Bennett und die Fallen Ones besiegen. Also, ne, die Blackhawks sind O'Shea Edwards und Canis Lupus Jr. Und die Fallen Ones sind CJ Storm und Danny Lamelight. Also Ben Carter. CJ Storm ist eigentlich Ben Carter. Also auch eigentlich geile Tag-Teams, die wir bei der Nightmare Factory haben, by the way. Dann ein Interview mit unserem Champion, unserem Spirit-Champion Fred Yehi. Dann Cooper Jones, der Jude, London und Hikulio in einem Triple-Threat-Match besiegt. Dann ein Interview mit dem Ultimo Dragon. Also, ich meine, Jeff Jarrett und Ultimo Dragon müssen einfach immer dabei sein, damit es gute Segmente gibt. Killer Kelly besiegt Shotzi Blackheart. Shotzi Blackheart attackiert danach noch. Killer Kelly ist also etwas frustriert über die Niederlage. Candy Floss besiegt Priscilla Kelly und kann wieder ihren Women's Title verteidigen. Ziemlich krass. Ja, also Candy Floss, der wird auch der Titel einfach nicht abgenommen. Sie verteidigt und verteidigt und verteidigt. Und dann haben wir ein Interview mit AR Fox. Außerdem haben wir Daniel Garcia gegen Nick Comorodo und Chris Dickinson, und Daniel Garcia setzt sich durch. Daniel Garcia sehen wir hier leider nicht auf dem Bild, obwohl ich eigentlich eins ausgewählt hatte. Ja, schade, dass man es nicht sieht, aber wir kennen ihn von 2.0 bei Dynamite. Eigentlich sind sie zu dritt, 2.0. Daniel Garcia gehört auch dazu. Sehr, sehr guter Mat-Wrestler. Würde ich gerne bei einigen New Japan Pro Wrestling Matches mal sehen. Daniel Garcia auf jeden Fall stark, hat Rampage gegen Darby Allin bereits geheadlined und solche Scherze. Sollte euch mittlerweile ein Begriff sein, und den haben wir ebenfalls für die Nightmare Factory gewinnen können. Und er setzt sich hier in seinem Debütmatch gegen Nick Comorodo und Chris Dickinson durch. Fred Yeh verteidigt seinen NF Spirit Title gegen Jordan Oliver, und im Main Event gewinnt AR Fox gegen Mike Bailey und bleibt NF World Champion. 69er Match, holy shit, das war richtig stark. Ich bin gespannt, wann wir das erste 70er Match in der bei der Nightmare Factory sehen. Auf jeden Fall, alles in allem, denke ich, ist das schon ein knallharter, kurzweiliger Pay-Per-View gewesen, aber keine Titelwechsel. Dafür allerdings ein Debüt mit Daniel Garcia und ein Debüt in der Pre-Show mit Levaniel. Also, Tony Deppen übrigens, habe ich gar nicht erwähnt, ne? Tony Deppen, als wäre er schon immer dabei gewesen. Tony Deppen ist ebenfalls ein Neuzugang für die Nightmare Factory. Wir müssen ja ein bisschen neue Leute holen. Wenn wir schon irgendwie 4-5 Leute da rausholen in die Hauptshows, dann muss das natürlich aufgefüllt werden. Und deswegen werden wir hier ein paar neue Gesichter sehen. Tony Deppen und, wer war es noch? Levaniel in der Pre-Show debütiert. Die müssen langsam rangeführt werden. Aber Daniel Garcia gleich mal in der Hauptshow in einem Triple Threat Match erfolgreich. Sehr, sehr nice. Und das soll's gewesen sein. Das Ding geht hier fast eine Stunde, vielleicht sogar ein bisschen länger. Ich hoffe, es ist euch nicht zu lang geworden für eine Dynamite-Ausgabe. Ein bisschen zittrig, haben wir trotzdem noch ein gutes Rating erreicht, die Storylines weiter fortgetrieben, und ich freue mich auf die nächste Dynamite-Show mit euch gemeinsam. In diesem Sinne hoffe ich, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen, Rin gehauen, bis zum nächsten Mal.